Steckdosen gibt es in jedem Haus. Mit der Energie, die aus der Steckdose kommt, kann man ganz verschiedene Sachen machen. Mit dem Wasserkocher kann man Wasser für Tee oder zum Kochen warm machen. Und das Rührmixgerät bewegt sich durch den Strom und man kann damit zum Beispiel leckeren Kuchen backen. Die Lampe gibt natürlich Licht. Was denkt ihr? Welches Gerät braucht am meisten Strom? Der Wasserkocher, die Lampe oder vielleicht das Rührmixgerät? Überlegt dazu kurz alleine oder zu zweit. Um die Frage beantworten zu können, machen wir ein Experiment. Dafür haben wir den Wasserkocher, die Lampe und das Rührmixgerät an einen Stromzähler angeschlossen. Wenn wir gleich mit dem Versuch starten und das Wasser kochen und die Lampe und den Mixer anschalten, messen die Stromzähler, wie viel Energie dafür benötigt wird. Jedes Mal, wenn der gelbe Strich eines Stromzählers einmal durchgelaufen ist, machen wir auf dem Arbeitsblatt einen Strich. Der Wasserkocher hat ganz eindeutig am meisten Energie benötigt. Das Rührmixgerät dagegen deutlich weniger. Und die Lampe hat am wenigsten Strom gebraucht. Und wie können wir dieses Wissen im Alltag nutzen? Ganz viel Energie einsparen kann man zum Beispiel beim Heizen. In einer Heizung wird Wasser warm gemacht, genauso wie in einem Wasserkocher. Und das braucht besonders viel Energie, wie wir gerade im Experiment gesehen haben. Richtiges Heizen spart also viel Energie. Wisst ihr, wie man richtig heizt?